Das Ei der Weisheit. Es war einmal eine Königin. Sie herrschte über das Reich Natura. In diesem Reich wohnten Bäume, Blumen, Tiere, Kristalle, Feen und Kobolde. Auch Menschen lebten darin, doch nur wenige wussten davon. Nur selten nahm sich ein Mensch Zeit, um dem Summen der Bienen zu lauschen oder um den Duft der Blumen zu atmen. Die Kinder der Menschen wussten am meisten vom Reich Natura, denn sie verstanden die Sprache der Tiere, Feen und Kobolde. Die Königin von Natura war die Hüterin des Eis der Weisheit. Im Ei der Weisheit waren Wissen und Liebe vereint. Solange dieses Ei bei der Königin war, blühte das Reich Natura in Hülle und Fülle, dass es eine Pracht war. Und die Menschen lebten in Glück und Frieden. Eines Tages erwachte der Hahn des königlichen Hofes früher als sonst. Er wusste, dass etwas Schlimmes passiert war. Unheil lag in der Luft. Sofort flatterte er aufgeregt zur Königin, um sie zu wecken. Da erwachte die Königin und ein großer Schreck durchfuhr sie wie ein Blitz. Das Ei der Weisheit war nicht mehr an ihrer Seite. Ab dem Morgen blieb der Himmel grau. Eine große Dürre ließ alle Blumen verdursten. Die Königin ließ aus allen Gegenden ihres Reiches Botschafter kommen, um das Neueste zu erfahren. Zuerst kam der Kobold, der Hüter der Pflanzen, und berichtete: Die Blumen duften nicht mehr, die Bienen sterben und die Menschen müssen die Apfelbäume von Hand bestäuben. Dann hüpfte der Frosch herbei. Quack! Melde Ihre Hoheit, die Seen trocknen aus. Die Fische sterben und es gibt keine Libellen mehr. Quack! Ein Delfin kam angeschwommen und schnatterte. Liebe Königin, große Stürme wühlen die Meere auf. Riesige Wellen vernichten ganze Dörfer und Städte. Was können wir nur tun? Was können wir nur tun? Die Königin kannte die Lösung. Das Ei der Weisheit, das Liebe und Wissen vereint, muss wieder an seinen Platz. Ein Traum wird mir sagen, wie dies geschehen soll. In der folgenden Nacht erschien der Königin im Traum ein Engel. Er verkündete ihr: Nur ein Menschenkind mit einem reinen Herzen kann bewirken, dass das Ei der Weisheit wieder zurückkommt. Sende dieses Kind aus zum Auge, das alles sieht. Wir Engel werden es beschützen. Am nächsten Morgen rief die Königin den Raben zu sich. Lieber Rabe, du kommst viel herum in meinem Reich. Kennst du ein Menschenkind, das reinen Herzens ist? Ja, Ihre Majestät, krächzte der Rabe. Ich kenne die kleine Anastasia. Sie wohnt hinter den Hügeln am Rand des Waldes bei ihrem Großvater. Da freute sich die Königin. Flieg schnell dorthin, lieber Rabe, und bringe sie zu mir. So schnell er konnte, flog der Rabe über die Hügel zu Anastasia und ihrem Großvater.
Höflich verbeugte er sich vor dem alten weisen Mann. »Die Königin lässt euch grüßen, weiser Großvater. Sie verlangt nach Anastasia, denn sie hat eine wichtige Aufgabe für sie.« Der Alte staunte und schüttelte ungläubig den Kopf. »Die Königin persönlich verlangt nach meinem kleinen Mädchen? Welche wichtige Aufgabe kann das bloß sein?« »Anastasia soll das Ei der Weisheit wieder zurückbringen«, antwortete der Rabe. Da machte der alte Mann große Augen und brummte, »Aber, dazu ist Anastasia doch viel zu klein.« Da zupfte das Mädchen ihn am Rock und bettelte, »Lieber Großvater, lass mich gehen. Ich bin zwar noch klein, aber ich habe viel Mut und ein großes Herz.« Da seufzte der Alte und meinte schmunzelnd, »Vor allem hast du einen Dickschädel, und verbieten kann ich dir schon gar nichts, vor allem nicht, wenn die Königin nach dir verlangt.« »Danke, Großvater!« Anastasia klatschte vor Freude in ihre Händchen und kletterte auf den Rücken des Raben, so wie sie es insgeheim schon öfters getan hatte, und sie flogen über die Hügel zum Hof der Königin. Als Anastasia mit einem tiefen Hofknicks vor die Königin trat, schaute diese ihr ins Herz und erkannte, dass es rein war. Da sprach sie, »Liebes Kind, mach dich auf den Weg zum Auge, das alles sieht, und bewirke, dass das Ei der Weisheit wieder an seinen Platz zurückkommt. Hab keine Angst, die Engel beschützen dich. Mein königliches Rentier wird dich zunächst zur goldenen Dame, der Fee im Klee, bringen.« »Ich danke dir, liebe Königin. Ich werde alles tun, um diese große Aufgabe zu erfüllen.« Sogleich erschien das Rentier und nahm Anastasia auf seinen Rücken. »Halte dich gut fest!« Und schon ging die Reise los, die dem kleinen Mädchen wie ein Flug vorkam. Schon bald sahen sie weite Felder mit rotem Klee unter sich. Und es dauerte nicht lange, da stand auch schon die Herrin dieses Reiches, die goldene Dame, vor ihnen. Das Rentier setzte Anastasia vor ihr ab und galoppierte wieder davon. »Vielen Dank, liebes Rentier«, konnte Anastasia ihm gerade noch zurufen. Die Fee im Klee staunte über den ungewohnten Besuch. »Wer bist du denn? Ihr Menschen kommt doch selten hierher.« »Ich heiße Anastasia und soll auf Geheiß der Königin das Ei der Weisheit wieder zurückbringen.« Da machte die Fee große Augen. »Ja, ich sehe, du hast ein reines Herz. Ich gebe dir eine meiner schönsten Kleeblumen mit auf den Weg. Wann immer du Stärkung brauchst, trinke aus den Blütenkelchen und der Nektar wird dir neue Kraft geben. Nun mach dich auf zu den Kobolden in der hohen Wiese. Sie werden dir weiterhelfen auf deinem Weg.« »Vielen Dank, liebe Fee im Klee!« Anastasia verabschiedete sich und suchte ihren Weg weiter durch die hohen Gräser. Es dauerte nicht lange, da hörte sie von ferne ein Getrampel und ein Singen. Heia, 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 oh, oh. Heia, 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 oh, oh. Heia, heia.
lustige Gesellen vor ihr, die über den ungewöhnlichen Besuch staunten. »Wer bist du denn?« fragte sie der älteste Kobold. »Ihr Menschen beachtet uns doch gar nicht. Sie wissen nicht, wie wichtig wir sind. Wir sorgen dafür, dass die Pflanzen atmen.« »Ich heiße Anastasia und bin auf dem Weg zum Auge, das alles sieht. Ich soll auf Geheiß der Königin das Ei der Weisheit wieder zurückbringen«, antwortete das kleine Mädchen. »Bitte, liebe Kobolde, gebt mir einen guten Rat für meinen Weg.« »Hoho, wir sehen, dass du ein reines Herz hast. So wollen wir dir einen guten Rat mitgeben. Wann immer du Stärkung brauchst, lege dich auf Mutter Erde, atme das Grün der Blätter und schöpfe neue Kraft.« »Das ist wunderbar.« Anastasia probierte es sofort aus. »Danke, liebe Kobolde.« »Und nun beeile dich, liebes Mädchen, denn die Delfine warten schon auf dich.« Gestärkt vom Grün der Gräser und vom Nektar der Kleeblume machte Anastasia sich auf den Weg zum Meer. Schon bald hörte sie das Rauschen des Meeres und den Gesang der Delfine. Es dauerte nicht lang und ein Delfin kam zum Ufer geschwommen. »Sei herzlich gegrüßt, liebe Anastasia. Wir haben bereits die Botschaft der Königin vernommen. Wir sollen dich an das andere Ufer des Meeres tragen, zum Land der Schmetterlinge. Du hast ein reines Herz. Wir Hüter der Meere sehnen uns danach, dass das Ei der Weisheit endlich wieder zurückkehrt. Dann werden die Menschen uns nicht mehr jagen, sondern unser Leben und unsere Weisheit achten.« Und schon begann für Anastasia die Reise mit den Delfinen an das andere Ufer des Meeres. Dort angekommen, verabschiedete sich das Mädchen von den Delfinen und schaute sich erstmal in dem neuen Land um. So wunderschöne Blumen und so große Schmetterlinge hatte sie noch nie in ihrem Leben gesehen. »Wer bist du, wer bist du, wer bist du?« fragten die Schmetterlinge und staunten über den ungewohnten Besuch. »Die Menschen kommen nie ins Schmetterlingsland, nur wenn sie gestorben sind. Dann machen sich ihre Seelen auf den Weg zum Auge, das alles sieht.« »Ich heiße Anastasia«, antwortete das kleine Mädchen, »und ich soll auf Geheiß der Königin das Ei der Weisheit wieder zurückbringen. Könnt ihr mir helfen, den Weg zum Auge, das alles sieht, zu finden?« »Ja, ja, ja, das können wir, das können wir«, erwiderten die Schmetterlinge. »Wir sehen, dass du ein reines Herz hast, Herz hast.« Ein ganz besonders schöner Schmetterling bot Anastasia an, aufzusteigen, und schon ging die Reise los zum Auge, das alles sieht. Diese Reise dauerte etwas länger. Das kleine Mädchen hatte schon fast den ganzen Nektar der Kleeblume getrunken. Doch wenn es an die Kobolde und das Grün der Gräser dachte und an ihre Freunde, die Delfine, dann fühlte sie keine Angst mehr. Und sie spürte auch, wie die Engel sie beschützten und wie sicher der schöne Schmetterling sie durch die Wolken trug.
Auf einmal ertönte aus einer Wolke ein kräftiger Donner, so dass Anastasia vor Schreck fast ihren Schmetterling losgelassen hätte. »Willkommen, liebes Kind«, ertönte eine mächtige Stimme. »Fürchte dich nicht, denn ich sehe, du hast ein reines Herz. Die Menschen haben viel vergessen und sind verwirrt. Sie verbinden Wissen nicht mehr mit Liebe. Aus lauter Habgier und ohne Rücksicht auf sich selbst und die Natur wenden sie unheilbringende Erfindungen an. Die Folge davon? Das Ei der Weisheit ist von der Erde verschwunden. Die Sonne scheint nicht mehr, die Seen trocknen aus, die Bienen sterben, Stürme bringen Chaos. Doch du, liebes Kind, hast ein reines Herz und du hast aus freiem Willen entschieden, der Königin des Reiches Natura zu dienen. Kehre nun zurück nach Hause und du wirst das Ei der Weisheit wieder an seinem Platz vorfinden. Für die Menschen auf Mutter Erde wird ein neues Zeitalter beginnen. Nach diesen Worten hellte sich der Himmel wieder auf und überall auf der Erde sahen die Menschen Regenbogen und wunderten sich. Der Schmetterling brachte Anastasia wieder zurück zu den Delfinen. Diese brachten sie wieder an das andere Ufer des Meeres. Und siehe da, dort wartete schon der Rabe der Königin. Schnell stieg das Mädchen auf seinen Rücken und auf dem Flug zum Hof der Königin winkte Anastasia den Kobolden und der Fee im Klee. Die Königin empfing das Mädchen mit großer Freude. »Schau, liebstes Kind, das Ei der Weisheit ist wieder zurückgekehrt. Wir danken dir. Du hast unser Reich gerettet. Die Blumen blühen schöner als je zuvor. Die Seen sind wieder mit Wasser gefüllt. Die Bienen summen wieder. Und es gibt Beeren in Hülle und Fülle. Und es gibt wieder kleine Elefanten. Zum Dank schenken wir dir ein Zauberglöckchen. Wenn du einen Wunsch hast, kannst du damit läuten. Und alle guten Wesen sind sofort zur Stelle, um dir deinen Wunsch zu erfüllen. Das Rentier, der Rabe, die Fee im Klee, die Delfine und die Schmetterlinge, alle stehen dir zu Diensten. Danke, liebe Königin! Anastasia konnte es kaum fassen. Komm, liebe Anastasia, krächzte der Rabe. Ich bringe dich nach Hause. Dein Großvater wartet schon auf dich. Im Nu flogen sie über die Hügel und landeten vor der Hütte des Großvaters. Voller Stolz und Freude strich der alte Mann über die Haare seiner Enkelin. »Wenn du wüsstest, liebe Anastasia, was sich bereits alles zum Guten auf unserer Erde verändert hat. Die Menschen und die Delfine haben Freundschaft geschlossen. Unser Rat der Ältesten lässt sich von den Delfinen darüber beraten, wie die Meere wieder sauber werden können. Doch das ist längst nicht alles. Die Menschen legen überall neue Gärten an, sogar auf den Dächern von Hochhäusern. Morgen werde ich dir mehr erzählen. Jetzt musst du dich erstmal ausruhen, nach so vielen Abenteuern.« Und schon fielen Anastasia die Äuglein zu. Und im Schlaf hörte sie, wie ihre Großmutter im Himmel ihr ein Wiegenlied sang, von Delfinen,
Schmetterlingen, Kleeblumen und dem Ei der Weisheit, das Wissen und Liebe vereint.